Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe mich gefreut auf diesen Vormittag, ich habe mich gefreut auf diese Predigt. Ich habe mich gefreut, dass nach dem Jahreswechsel ich wieder weitermachen darf im Markus-Evangelium. Innerlich habe ich gehofft, dass ihr euch auch darauf freut, mit mir weiter im Markus-Evangelium zu gehen, den nächsten Abschnitt zu betrachten, den der Peter vorgelesen hat. Ich hoffe, dass das für euch ebenfalls so zum Segen sein wird wie für mich. Und dass das gelingen kann, liegt in meinem tiefen Verständnis an der Gnade Gottes, dass das uns das schenken kann. Dass aus dem Menschenwort Gottes Wort wird und dass es verstanden wird und dass es uns erbaut und Glauben stärkt. Und darum will ich einfach nochmal beten und um den Segen Gottes bitten. Wir stehen noch gemeinsam dazu auf. Ich bitte dich, Jesus, um Gnade, um deine Gnade, ein unverdientes Geschenk, das wir empfangen. Herr, dass wir diese Gnade erkennen und dass wir diese Gnade sehen und dass diese Gnade unser Herz erfüllt, dass diese Gnade unseren Glauben stärkt, dass diese Gnade uns auf dich ausrichtet. Ich bitte dich, Herr, lass uns heute sehen, was für ein herrliches Evangelium wir haben und was diese Botschaft ist und wie klar das Zeugnis dazu ist. Jesus, wir brauchen Erkenntnis deines Evangeliums in deinem Wort. Wir brauchen dich, der uns da hineinführt und dass wir richtig verstehen, was es bedeutet, an dich zu glauben, was es bedeutet, dass wir deiner Gnade teilhaftig werden. Das vermagst du zu schenken. Jesus, darf ich dich bitten, Herr, dass wenigstens es heute durch die Herzen geht, wenigstens einen es trifft und von der Gnade überführt, Herr, dass Glauben geweckt werden darf. Darf ich dich bitten, Herr, dass du wirkst an uns und diese Gnade schenkst? Ich will das in deinem Namen bitten, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, wir wissen, dass das Zeugnis der Schrift oder dass der Inhalt der Schrift Jesus Christus selbst ist. Das ist es ist etwas, was ich immer wieder gerne wiederhole, aber was wirklich, wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist. Das Zeugnis oder Inhalt der Schrift ist Christus selbst. Und je mehr wir darin suchen, je mehr wir darin finden, umso mehr erfahren wir Glaubensstärkung und Ermutigung und Freude, indem wir das Christus und das Erlösungswerk oder die Herrlichkeit Gottes in ihm sehen. Und die ganze Bibel ist darum geschrieben, damit wir ihn erkennen. Ich freue mich über das Markus-Evangelium, weil es macht es ziemlich einfach, Christus darin zu finden. So, das ist das Evangelium von dem Sohn Gottes, von Jesus Christus. Und von daher ist es ist schwer, ihn darin nicht zu finden. Eigentlich. Ich weiß, dass es biblische Bücher gibt, in denen es schwieriger ist, Christus zu finden. Und die Gnade und das Evangelium. Und das sind meistens Bücher des Alten Testaments, in denen man doch ein bisschen mehr graben muss, um das zu entdecken. Aber ich glaube, dass es ist auch möglich, das Neue Testament zu lesen, auch die Evangelien zu lesen und Christus darin nicht zu sehen und ihn darin nicht zu finden. Vielleicht eben, weil man ihn da nicht sucht. Und das ist auch etwas, was ich glaube, wo die Gefahr auch im heutigen Text ist. Dass wir den lesen und hier geht es um Sabbat. Und dass wir ja sehr schnell dahin kommen, dass wir dann die Fragen, ja, was ist jetzt der Sabbat? Was darf ich am Sabbat? Was bedeutet die Heiligung vom Sabbat? Und da kommt die ganze Frage, was darf ich tun? Bis dahin, was darf ich am Sonntag tun? Was ist, wenn ich am Sonntag arbeiten muss? Oder die Wäsche waschen muss? Oder noch schnell das Wohnzimmer durchsaugen, weil Gäste kommen? Darf ich das alles tun? Was ist der Sabbat? Was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Und ich weiß, dass in uns dann diese Fragen sind. Und wir haben Geschwister, die vielleicht im Krankenhaus arbeiten. Und ist das Sünde? Darf ich überhaupt diesen Beruf nehmen? Ist das nicht ein Entheiligen vom Sabbat? Und jedes Merken, lesen wir solche Texte und das, was uns interessiert, ja, was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Was ist am Sabbat erlaubt, was ist am Sabbat nicht erlaubt? Und jedes Merken rutschen wir da hinein in eine gewisse Religiosität. Der Unterschied zwischen Evangelium und Religion ist,
Der Unterschied darin, wenn wir die Schrift öffnen, wir darin Christus finden und Christus suchen und Christus darin erkennen, das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Wenn wir die Schrift öffnen und darin suchen, wie wir den Weg zu Gott finden, was müssen wir tun und was müssen wir lassen, dann befinden wir uns auf dem Weg der Religion. Und deswegen sage ich, es ist einfacher zu verstehen, wie die schriftgelehrten Pharisäer aus dem Alten Testament eine Religion gemacht haben. Das werden wir uns heute anschauen. Aber es ist eine größere Tragödie, wenn wir die Evangelien nehmen und daraus auch ebenfalls eine Religion machen, indem wir sie so lesen oder so lehren, was muss ich tun, was muss ich lassen. Und das geschieht sehr schnell. Was ist der Unterschied zwischen Religion und was ist der Unterschied zwischen Evangelium, was ist der Unterschied zwischen Glauben? Ich habe im Vorfeld ein Buch gelesen und dann war eine ganz kurze Geschichte, die ein Prediger erzählte, eine Begebenheit, die hätte so stattfinden können. Nicht, dass sie so stattgefunden hat. Ich würde sagen, es ist ein Gleichnis. Es gab zwei Frauen, die in der Zeit des Römischen Reichs gelebt haben, zwei Nachbarinnen, die in der Zeit der sehr jungen Gemeinde gelebt haben. Das Evangelium hat sich gerade verbreitet und bis nach Rom ist es gekommen, eine Gemeinde ist gegründet. Und so kam eine Frau zum Glauben, die vorher nicht gläubig war. Und sie lebte neben einer anderen Frau, die schon lange tiefgläubig war und ihre Religion hatte. Und als die sich eben dann treffen am Gartenzaun, sagt sie, oh, ich habe mitbekommen, du bist gläubig geworden. Das freut mich sehr, denn Glaube ist schon wichtig und Religion ist schon wichtig. Das brauchen wir, das freut mich sehr, dass du auch endlich einen Glauben und eine Religion gefunden hast, die dir hilft in deinem Leben, in deinem Alltag. Und die Nachbarin hat noch nichts gesagt. Und dann sagt sie ganz neugierig oder fragt sie ganz neugierig, wo ist euer Tempel, zu welchem Tempel gehst du, wenn du deine Religion ausüben willst? Und die Nachbarin guckt sie an und sagt, wir haben keinen Tempel, unser Tempel ist Christus. Guckt sie so an, ja, wie kann das sein, wenn ihr keinen Tempel habt? Wo tun eure Priester den Dienst für euch, vor Gott? Sagt er, wir haben keine Priester, Jesus ist unser Priester. Guckt sie wieder an, wie keine Priester? Ja, welches Opfer bringen dann die Priester da eurem Gott, um euch mit Gott zu versöhnen und die Aufmerksamkeit Gottes zu gewinnen und seine Gunst für euch zu gewinnen? Welches Opfer können sie da bringen, wenn es keinen Tempel gibt und wenn keine Priester gibt? Und dann sagt sie, wir haben keine Opfer. Christus ist unser Opfer. Guckt sie so an und sagt, was ist das für eine Religion? Da antwortet die Frau, sagt, gar keine. Es ist keine Religion. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Religion und Evangelium. In der letzten Predigt haben wir diese Unvereinbarkeit des Evangeliums mit Religionen und Traditionen gesehen. Darf ich euch da ein bisschen hineinnehmen in unseren Text? Kapitel 2, Vers 23 bis 28, das ist die sogenannte Sabbatfrage. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen und dass wir den Fokus haben, um was es hier geht. Hier geht es nicht, dass wir heute klären, was darfst du heute noch tun, wenn du nach Hause kommst oder nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern Markus beginnt ja das Evangelium und wir wissen ja, Anfang des Evangeliums, der guten Nachricht und der Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus, Kapitel 1, Vers 1, richtig? Es geht um Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Er bezeichnet ihn und zeigt, wer er ist. Er ist der vom Johannes den Täufer bestätigt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. In einer Art und Weise sagt er in Kapitel 1, Vers 7, er ist größer wie ich und ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu schüren, die Riemen zu schüren. Er ist größer als ich. Er wird bezeichnet und bezeugt vom Vater selbst, das ist der Sohn Gottes, ab Kapitel 1, ab Vers 9, er ist der Sohn Gottes. Er ist der den Versuchungen widersteht. Er ist der dem Teufel widersteht. Er ist der mit Vollmacht lehrt und alle staunen darüber. Er ist der die Vollmacht hat über die Dämonen und die geben Zeugnis ihm. Er ist der Vollmacht hat über die Krankheiten und die dienen ihm. Er ist der Sohn Gottes. Und Markus zeigt seine Vollmacht, wer er ist. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Macht und Vollmacht über Krankheiten, über Dämonen, über Menschen,
Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Er ist aber auch der, der eben die Sünden vergeben kann. Weil er allein der Sohn Gottes ist und der Sohn Gottes ist, ist er auch der, der die Sünden vergeben kann. Und er ist nicht nur der, der die Sünden vergeben kann, er ist auch der Bräutigam. All das zeigt Markus, es geht in allen Abschnitten zu zeigen, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes und um ihn geht es. In unserem Abschnitt geht es darum, wie gesagt, nicht ob du am Sabbat oder am Sonntag dein Haus putzen darfst oder nicht, sondern Vers 28 ist der Schlüssel zu diesem Abschnitt und sagt, um was es eigentlich in diesem Abschnitt geht. Der Mensch, ich lese ab Vers 28, vielleicht nehme ich 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Jesus Christus ist der Herr des Sabbats. Und das ist eine, für ihre Ohren, eine ungeheure Bezeichnung, ein ungeheurer Titel. Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und damit sagt er nicht weniger, ich habe den Sabbat gemacht. Und wenn Jesus sagt, ich habe den Sabbat gemacht, ich bin der Herr über den Sabbat, was sagt er dann? Ich bin Gott. Denn wer hat den Sabbat geschaffen? Wir sind in 1. Mose Kapitel 2 und der Herr Gott sprach, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Tag und am siebten Tag ruht er her und setzte den Schabbat ein, den Sabbat und segnete ihn. Wenn Jesus dann sagt, ich bin der Herr des Sabbats, dann erklärt er sich zu dem Schöpfergott. Und für sie ist das ein Ärgernis, ein absolutes Ärgernis, wenn Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Also, er ist Gott, er ist der Sohn Gottes, er ist der über dem Teufel steht, er ist der über Dämonen steht, er ist der über die Kranken steht, er ist der Bräutigam, er ist auch eben der Herr des Sabbats. Das ist im weitesten unser Zusammenhang. Im engeren Sinne, nachdem Jesus das gezeigt hat und bestätigt hat, dass er es wirklich ist, eben durch seine Taten und durch das, was er getan hat. Ich vermute, die Telefonverbindung funktioniert nicht gescheit. Nachdem Jesus das aufgezeigt hat, beginnt, er heilt, er tut große Dinge, er lehrt, alle hören ihm zu und dann spitzt sich die ganze Lage zu. Je klarer Jesus gesagt hat, wer er ist, je klarer er gesagt hat, was er bringt, je klarer er das Evangelium definiert, umso größer wächst der Hass und der Hass gegenüber ihm. Es endet eigentlich in Kapitel 3, Vers 6 mit dem Beschluss und mit der Entscheidung, Kapitel 3, Vers 6, der Abschnitt gehört eigentlich noch zu unserem Thema dazu, aber den werden wir nächste Predigt behandeln. Kapitel 3, Vers 6, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten ihn mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Je klarer Jesus gesagt hat, wer er ist, je klarer es deutlich wurde, wer er ist, umso konkreter wurden die Pläne und die Gedanken und der Wunsch, ihn zu töten. Es begann damit, dass er gesagt hat, ich bin der Sünden vergibt. Da kam die Empörung. Dann steigerte das, als er dann gesagt hat, wem er Sünden vergibt. Und er sagt, nicht euch, die euch für gerecht hält, sondern für die Sünder. Und er ist bei den Zöllnern, bei den Sündern und der Hass gegenüber steigert sich. Sie regen sich darüber auf. Dann geht der Hass weiter, wo sie sehen, dass die Art und Weise, wie er lebt und was er lehrt, entgegen dem ist, was sie unter Glaube und verstehen und dass es etwas ist, was gegen sie selbst gerichtet ist, gegen ihre Selbstgerechtigkeit, die sie anbringen. Und er spricht darüber, und er sagt, das, was ich bringe und das, was ich habe, kann man nicht in alte Formen pressen. Man kann diese alten Kleider damit nicht flicken, das wird nicht gut gehen. Und man kann diese alten Schläuche damit nicht füllen, die wird es zerreißen. Das, was ich bringe, ist so anders als das, was ihr denkt und habt. Das, was ich bringe, ist Evangelium. Was ihr habt, ist Religion. Liebe Geschwister, an dieser Stelle, Vers 22 in Kapitel 2 noch und dann kommen wir zu unserem Abschnitt. Vielleicht Vers 21, niemand näht den Flicken vom neuen Tuch auf ein altes Gewand und so reißt es
So reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein Schlimmeres entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Das, was die Juden aus dem Schrift, aus dem Alten Testament gemacht haben, ist nicht vereinbar mit dem, was Jesus gebracht hat. Ich will an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, weil es kam dann nach der Predigt auch die Frage, alte Schläuche und alte Kleider ist nicht das Alte Testament. Das ist es nicht. Jesus sagt nicht, ihr habt das Alte Testament, ich bringe das Neue Testament und das ist unvereinbar. Sondern was Jesus sagt, das, was ihr aus dem Alten Testament gemacht habt, das, was ihr aus der Botschaft des Alten Testament gemacht habt, es ist komplett etwas anderes. Und wenn ich euch jetzt komme und euch sage, was das Alte Testament bringt, das ist unvereinbar mit dem, was ihr lehrt. Und wenn man versucht, das irgendwie zusammenzuflicken, eure Tradition und eure Religion, das zerreißt, das gibt einen Konflikt. Wichtig ist, was die Anklage ist oder was haben die Juden gemacht? Sie haben die Bibel gelesen, die haben das Alte Testament gelesen und was haben sie daraus gemacht? Eine Religion. Eine Religion der Selbstverherrlichung. Eine Religion der Selbstgerechtigkeit. Sie haben etwas daraus gemacht, was müssen wir tun, damit wir vor Gott angenehm sind? Und das spielt keine Rolle. Es ist in dem Fall eine jüdische Religion. Es gibt viele Religionen und sie haben alle das gleiche Ziel, nur verschiedene Wege. Was kann ich tun, damit ich Gott nahen kann, damit ich Gott begegnen kann, damit Gott mir Zuwendung gibt, damit ich von ihm angenehm stehe? Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich dazu tun? Und es gibt Religionen, die sind sehr gesetzlich. Das heißt, es gibt etwas, was du tun musst. Durch Werke, durch Selbstkasteiung, Verzicht, Anstrengung. Und es gibt Religionen, die einen anderen Weg sehen. Die sagen, du musst dich versenken, du musst meditieren, du musst dich auflösen. Es gibt verschiedene Wege. All das sind Religionen mit dem Ziel, was kann ich tun, damit ich Gott nahen kann, damit Gott mich annehmen kann. Was kann ich tun? Das ist Religion. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Und Jesus sagt, das sind alte Kleider, das sind alte Schläuche. Und wenn ich jetzt das bringe, was die eigentliche Bedeutung ist, das wird sprengen. Das wird das sprengen. Die Unvereinbarkeit des Evangeliums mit Traditionen und Religionen wird deutlich oder wird an keinem Punkt so deutlich wie an der Sabbatfrage. Hier kommt etwas, was am stärksten die Selbstgerechtigkeit dieser Religion offenbart. Und darum ist es der größte Konfliktpunkt zwischen den Juden und zwischen Christus, zwischen den Pharisäern und zwischen dem Messias, zwischen dem Sohn Gottes. Der größte Konfliktpunkt ist in der Sabbatfrage. Da, als er das ihnen weggenommen hat, als er ihnen gesagt hat, dass sie ein absolutes falsches Verständnis vom Sabbat haben, war der Hass so groß, dass sie bereit waren, ihn dafür zu töten. Vorher war Ärgernis, aber jetzt ist die Bereitschaft, ihn zu töten, weil er griff sie an dem Punkt, der für sie am wichtigsten war. Und paradoxerweise ist das der Punkt, der am meisten das Evangelium eigentlich verkündigt. Falsches Verständnis über den Sabbat. Oder andersrum, das Verständnis über den Sabbat macht den Unterschied zwischen Evangelium oder Religion, zwischen Glaube oder Werke. Ich möchte das euch kurz aufzeigen und euch da ein bisschen hineinnehmen. Lasst uns da Vers für Vers diesen Abschnitt uns gemeinsam anschauen. Also der Zusammenhang ist Unvereinbarkeit des Evangeliums und was alte Schläuche und alte Kleider sind, das wird jetzt in Abvers 23 deutlich gemacht und sichtbar gemacht. Was sprengt es? Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, ihm gehen, die Ähren abzupflücken. Das ist die Ausgangssituation. Das ist etwas, was den Konflikt auslöst und die ganze Diskussion und das ganze Gespräch und die Überführung auslöst. Sie gehen, und es wird klar gesagt, am Sabbat. Sie gehen am Sabbat durch die Felder. Es ist Erntezeit und die Ernte ist reif. Und sie gehen durch die Felder. Die Felder wurden so gesät, dass zwischen ihnen so kleine Pfade gab. Und so konnten die Wanderer durchgehen.
Und sie könnten dann vorbeigehen, ich sage so, sich einen Snack machen, einen Müsli-Riegel. So einen kleinen Snack, es hungerte sie. Ob es um die Mittagszeit war, ob sie lange unterwegs waren, aber es deutet darauf, sie waren so weit unterwegs und sie hatten Hunger bekommen und die Möglichkeit bot sich durch diese Felder, sich einen kleinen Snack zu machen, damit man den Hunger stillt. So weit, und das ist jetzt, das ist etwas, was dann die ganzen, das Ärgernis und die Sabbatfrage auslöst, das geschieht am Sabbat. Dieses Vorbeigehen an den Ehren und das Nehmen und dann so abrupfen, dann hatten sie das in ihrer Hand und dann haben sie gerieben und dann trennten sich die Spreu vom Weizen und dann haben sie den Weizen weg und haben sich die Körner ausgepickt und hätten sie Honig und andere, dann hätten sie es zusammengepresst und hätten sie gesagt, der Müsli-Riegel. Aber sie haben so die Körner gehabt und dann haben sie den Mund und haben ihn gekaut. Und wenn sie es gekaut haben, wurde es mehlig und dann haben sie es geschluckt und dann hatten sie etwas Brot. Eine einfachste Form des Brotmachens. Ja. Für die Juden und für die Pharisäer, die dabei waren, absolut ein Ärgernis. Sofort, interessanterweise, in ähnlicher Weise wie immer, Jünger, Pharisäer, Jesus. Sie sehen, was die Jünger tun, regen sich darüber auf, gehen zu Jesus und sagen, wie können deine Jünger das tun? Was hast du für Nachfolger? Was ist das für eine Lehre, die du bringst? Wenn du ein Rabbi bist und lehrst, guck doch, was das für die Früchte bringt. Schau mal, was sie tun. Sie brechen das Gesetz. Sie tun etwas, was nicht erlaubt ist. Jetzt ist die Frage erstmal, ist es wirklich nicht erlaubt? Wo steht es, dass sie das nicht tun dürfen? Wo in der Schrift steht es, das nicht, dass ihr das nicht tun dürfen? Ich möchte vorweg sagen, in der Schrift findet ihr das nicht. Im Gegenteil, ich möchte euch zeigen, dass in der Schrift steht, sie sollen das tun. Es steht in ihrem Talmud, in der Überlieferung der Ältesten und der Rabbiner. Aber in der Schrift steht das nicht. Sie empören sich, weil sie sagen, das soll rechter Glaube sein, das ist rechte Religion. Schlag mal mit mir 5. Mose, Kapitel 23, kurz auf. 5. Mose, Kapitel 23. Ich hoffe, ich habe die richtige Stelle. Vers, Kapitel 23, Vers 25 und 26. Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, dann magst du Trauben essen nach Herzenslust. Wenn du vorbeigehst und bei einem Nachbarn oder durch einen Weinberg und nicht deiner ist und du kommst vorbei und du dich hungert oder dürstet, nach Herzenslust bedien dich einem Weinberg. Das hat Gott erlaubt. Das würden viele Besitzer nicht erlauben, gell? Aber Gott erlaubt es. Es ist gut, die Schrift zu kennen. So baut hohe Mauern um eure Weinberge. Dass die Nachbarn nicht so einfach vorbeigehen. Nur nebenbei. Ich kam von der Schule nach Hause in Russland. Da ging ich bei unserem Nachbar vorbei, weil da gab es eine herrliche Himbeerhecke. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich nach Hause kam, weil ich die ganzen Himbeeren da gepflückt habe. Und dann mit so einem Mund bin ich nach Hause. Damals wusste ich nicht, dass das rechtens war. Ich hatte sehr schlechtes Gewissen. Wenn du also im Weinberg deines Nächsten kommst, dann magst du Trauben essen nach deiner Herzenslust. Bis du satt bist, das ist gut, gell? In deinem Gefäß aber darfst du nichts tun. Vers 26. Wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Was darfst du tun? Essen. Wenn es dich hungert, ess. Still dein Hunger. Liebe Geschwister, was für einen barmherzigen Gott haben wir, der dafür sorgt, dass wenn du unterwegs bist, dass du Nahrung bekommst. Er verankert das in seinem Gesetz, dass du essen kannst, wenn du hungert. Darf ich so sagen, Gottes Gesetz sagt, esse, wenn du da vorbeigehst bei den Feldern und pflücke und esse. Das sagt Gott. Und die schriftgelehrten Pharisäer, die sagen, das ist nicht erlaubt. Was ist nicht erlaubt? Dass dein Nächster die Saat aussät, sie hochzieht, auf sie aufpasst und du nachher sie erntest, verkaufst und dich darin bereicherst. Das ist nicht erlaubt. Ernten darfst du nicht, aber deinen Hunger darfst du stillen.
Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Er sieht das Leid und die Not und er sorgt dafür, dass ein Fremder, ein Fremdling Nahrung bekommt. Ihr kennt die Geschichte von Ruth und Boas, gell? Gott sorgt dafür, dass selbst wenn Ernte stattfindet, genug noch übrig bleibt, dass sogar die Vögel und die Menschen noch was davon bekommen. Er sorgt dafür. Also erstmal unsere Ausgangssituation. Sie tun etwas, was erlaubt ist. Und Gott sagt nicht, aber am Sabbat darfst du das nicht tun. 6 Tage, wenn du unterwegs bist, darfst du Ähren pflücken. Aber am 7. Tag darfst du keine Ähren pflücken. Steht nirgendwo. Nochmal nebenbei, in der Schrift, im Gesetz über den Schabbat steht nirgendwo, was man da alles tun muss oder nicht tun darf. Da steht nur eins, du sollst nicht arbeiten. Und jetzt beginnt's. Was ist Arbeit? Gell? Was ist Arbeit? Und jetzt, Vers 24, jetzt kommt der Konflikt. Jetzt kommt die Auseinandersetzung. Jetzt kommt die Definierung. Was ist Arbeit? Vers 24. Und die Pharisäer sagten zu ihm, nicht zu den Jüngern, gehen zu ihm. Das ist eine direkte Anklage. Es ist ein direkter Angriff. Es ist weit mehr nur eine Feststellung. Hey, irgendwie komisch, was ihr da macht. Oder wir finden es nicht gut. Es ist ein Angriff und eine Infragestellung, weil hier trifft es sie an ihre Existenz. Es trifft sie an ihrem Grundverständnis, wie man gerecht wird vor Gott. Für sie ist es ein Bruch, ein absoluter Bruch. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun die am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Sie dürfen es nicht tun. Warum? Weil nach ihrem Verständnis das Arbeit ist. Sie haben das als Arbeit definiert. Warum? Es ist ein Ernten da. Ernten darf man nicht. Es ist ein Sichten da, die Spreu vom Weizen, Arbeit darf man nicht. Es ist ein Mahlen da. Es ist Mehl machen, darf man nicht. Es ist Arbeit, was sie tun, sie machen Brot. Das ist Arbeit, darf man nicht. Sie brechen das Gesetz. Sie brechen das Gesetz. Ein Gedanke, der uns da begleiten muss. Es hungert sie. Der Hunger wird gestillt und man sagt, das ist böse. Da ist ein Kranker, der viele Jahre seiner krank war, da ich bezeichne, glaube ich. Jahrelang hatte keine Chance. Jesus heilt ihm am Sabbat, sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ich glaube, Johannes Kapitel 5. Er geht. Und was tun die schriftgelehrten Pharisäer? Statt sich zu freuen und sagen, guckt mal, da war einer wie viele Jahre krank und jetzt kann er gehen. Er hat wieder ein Leben. Regen sich darüber auf. Warum? Weil es am Sabbat geschah. Was ich damit sagen will, das Verständnis der Selbstgerechtigkeit steht im Gegensatz zu der Barmherzigkeit Gottes. Das Pochen auf diesen alten Kleider und diese alten Schläuche macht die Menschen unbarmherzig, weil es ihnen nicht um die Menschen und ihre Not und ihr Leid geht, sondern um das sture Halten des Buchstabens. Wir werden gleich sehen, wo eigentlich der Haken liegt. Ich hab mir überlegt, wie viel nehme ich euch damit hinein in diese ganze Thematik. Ich bin froh, dass Kapitel 3 wird. Wir werden darüber noch mal eine Runde drehen, mit Sicherheit in dem Markus-Evangelium immer wieder darauf vorbeikommen. Der Punkt ist der, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten oder die Juden aus dem Alten Testament etwas gemacht haben, was es nicht war. Sie haben eine Religion der Selbstgerechtigkeit aufgestellt. Sie haben den Sabbat so verstanden und so definiert und so erklärt und so gelehrt, dass es absolut unmöglich war, danach zu leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Erstmal von der Schrift und dann einen kleinen Einblick in den Talmud. Geht mit mir in Matthäus 23. Das ist die Anklage Jesu über die schriftgelehrten Pharisäer. Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium. Das ist die Wehrufe.
seine Lehre Jesu, neben der Bergpredigt oder der Aussendungsrede, Gleichnisrede und der Endzeitrede, ist das ein Lehrblock. Und Jesus sagt, Kapitel 23, Vers 1, dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Also, was Jesus damit sagt, sie maßen sich an, sich hinzusetzen auf den Lehrstuhl und zu sagen, wie man Mose richtig versteht. Das ist, was Jesus sagt. Die Anmaßung ist, sie meinen, verstanden zu haben, was Mose mit dem Gesetz und durch das Gesetz und das, was er gelehrt hat, was er damit gemeint hat. Sie maßen sich an zu erklären, zu sagen, was ist die Bedeutung davon? Wie leben wir das? Wie verstehen wir das? Wie glauben wir an das? Schaut mal, was er in Vers 4 sagt. Sie binden aber schwere und schwer zu tragenden Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Die Art und Weise, wie sie Mose auslegen, die Art und Weise, wie sie das Verständnis, das Alte Testament verstehen und sie lehren, sie binden permanent eine Last nach dem anderen, eine Last und legen sie auf die Menschen und sagen, die müsst ihr tragen. Das müsst ihr tun, das müsst ihr lassen. Und sagt, Lasten, die sie selbst nicht zu tragen vermögen. Darf ich euch ein kleines Beispiel geben, einen kleinen Einblick? Ich muss es mir aufschreiben. Ich habe überlegt, kriege ich das aus dem Kopf? Und habe gedacht, ich muss es aufschreiben, es ist so viel. In der Talmud, das ist, wenn ich das jetzt einfach zusammenfasse, das ist die, gehört zu den wichtigsten Schriften des Judentums. Es ist die kommentierte Auslegung oder der mündlichen Gesetze des Judentums und des Gesetzes. Es ist die Kommentierung der mündlichen Überlieferung der Religion. Es wird da kommentiert, eben wie verstehen wir das Gesetz, wie halten wir das Gesetz, worauf ist es wichtig. Es gibt zu der Sabbatfrage in diesem Talmud 24 Kapitel. Wir haben auch viele Kapitel in der Bibel, so weit, so gut. Der Punkt ist, ein Rabbiner schrieb und sagte, dass er 2,5 Jahre gebraucht hat, um eines der 24. Kapitel zu studieren in Bezug auf die Einhaltung vom Sabbat. 2,5 Jahre Studium, eines Kapitel von 24, in dem es darum ging, wie halte ich den Sabbat. Und dann ging es nur darum, was darf ich nehmen von einem Ort und auf einen anderen Ort legen. Was darf ich aufheben und was darf ich nicht aufheben? Was ist Arbeit, wenn ich etwas nehme und was ist nicht Arbeit, wenn ich etwas nicht nehme? 2,5 Jahre musste ich studieren, um es zu verstehen, um es dann einzuhalten. Von 24 Kapiteln. Nur ein Gespür davon, was bedeutet, sie machen Lasten, sie setzen sich hin und sagen, wir geben euch die Bedeutung vom Alten Testament, von Mose, vom Gesetz. Und dann beginnen sie zu erklären, es braucht 2,5 Jahre eines gelehrten Rabbiners, um zu sagen, was darf ich am Sabbat tun und was darf ich nicht tun. Und das ist nur der Bereich des Hebens. Darf ich euch ein paar Beispiele geben? Manche sind echt erschreckend, manche sind zum Schmunzeln. Ich musste sie aufschreiben, ich bin so froh. Dass ich dem Evangelium begegnet bin. Du darfst nach ihrem Verständnis darfst du nichts tragen, was schwerer ist wie eine getrocknete Feige. Das ist der Maßstab. Alles, was schwerer ist wie eine getrocknete Feige, darfst du nicht tragen. Das ist schon Arbeit. Also da wurde ein Maß jetzt angelegt. Woher, frag mich nicht. Aber es ist so. Wenn du eine Olive genommen hast beim Essen und die schwere war wie eine getrocknete Feige, darfst du das schon mal nicht nehmen. Aber nimm mal, die war leichter und du hast sie genommen in den Mund und gemerkt hast, oh, die schmeckt mir nicht. Und das rede ich jetzt vom Sabbat hier. Und du sie wieder ausgespuckt hast, weil sie nicht geschmeckt hat, schlecht war oder sonst. Und du eine andere nimmst, darfst du sie nicht in den Mund nehmen, voll, weil du ja den vollen Geschmack der anderen Olive schon geschmeckt hattest und somit du mehr als eine Olive in den Mund nimmst. Darfst du nicht machen. Okay? Das ist... Wenn du einen Gegenstand hast und ihn in Luft geworfen hast, wenn du es mit der gleichen Hand wieder fängst, ist es erlaubt. Wenn du es mit einer anderen fängst, ist es nicht mehr erlaubt. Das ist schon Arbeit. Darfst du nicht am Sabbat machen.
Okay? Wenn du an einem Sabbat oder kurz vorm Sabbatabend, an einem Freitag gegen Abend irgendwo unterwegs bist und Hunger hast und in ein Haus kommst oder ein Nachbar dir begegnet und der dir das Essen darreicht und gerade an diesem Moment geht die Sonne unter und der Sabbat beginnt, so du reichst die Hand, die Sonne geht unter und du bist mitten im Sabbat, also um 18 Uhr, darfst du nicht das Essen nehmen und zu dir, darfst du auch nicht ihm zurückgeben, musst du es fallen lassen, weil du brichst dann den Sabbat. Darfst du nicht machen. Heute noch mehr. Ich habe noch ein paar Punkte. Ein Schneider darf keine Nadel nehmen und mit ihr zu nähen. Ein Schreiber darf nicht die Feder nehmen, um mit ihr zu schreiben. Die Kleidung darfst du nicht nach Läusen überprüfen, weil du ja sonst in die Gefahr kommst, wenn du einen Laus findest, willst du sie töten. Und dann wirst du arbeiten. Darfst du nicht machen. Wolle darf nicht gefärbt werden. Es darf nichts gekauft werden, es darf nichts verkauft werden, es darf nichts gewaschen werden. Ein Brief darfst du nicht verschicken, auch nicht mit einem Heiden, kein Briefverkehr. Du darfst kein Feuer anzünden. Kaltes Wasser kann man über warmes Wasser gießen, aber warmes Wasser darf man über kaltes Wasser nicht gießen, weil du ja warmes Wasser vorher machen musst. Darfst du nicht machen. Ein Ei darfst du nicht kochen. Es ist ein etwas, was rausgenommen ist. Es ist ein unglaublicher Füller. Ein Ei darfst du nicht kochen. Warum? Oder nicht warum, weil es ist ja Arbeit. Aber wenn man überlegt, wie man früher Eier gekocht hat, da gab es keinen Wasserkocher, keinen Eierkocher. Man hat sie einfach in Sand gelegt. Das war Arbeit. Darfst kein Ei in Sand legen, weil dann 3 Minuten fertiges Ei. Dort war es sehr heiß. Darfst du nicht machen. Baden haben sie nicht gemacht. Verboten, weil die Angst da war, wenn du badest, spritzt etwas aus deiner Wanne auf den Boden und dann wäschst du den Boden. Also baden auch nicht. Ich habe noch ein paar. Stühle dürfen nicht geschoben oder verstellt werden, weil dann könnte man ja aus Versehen eine Riefe ziehen beim Schieben der Stühle und eine Furche machen. Das ist Arbeit. Frauen durften in kein Glas hineinschauen. Wisst ihr warum? Weil dann könnten sie ein graues Haar darin finden und wären sehr versucht, es rauszuholen. Genauso durften Frauen keinen Schmuck tragen, das schwerer ist wie eine getrocknete Feige. Ja, so. Feige dürfen sie noch tragen. Wobei mit der Schnur schon schwierig wird. Ist ja schon wiederum schwerer. Also kein Schmuck. Ein Rettich durfte nicht in Salz liegen bleiben, weil dann ein Einlegungsprozess stattfinden würde und saure Gurken stehen, ja? Darf man nicht machen. Noch und noch und noch und noch. Gesetze über Wein, Honig, Milch, Spucken, Schreiben, Schmutz wegnehmen, Kleidung putzen, all diese Dinge. Tinte, wenn man dann Tinte schreibt, durfte man nicht, aber dann wird festgesetzt, wenn, dann darfst du keine Tinte mehr nehmen wie für 2 Buchstaben. Weil das ja so schwer schon dann ist. Sehen, pflügen, ernten, binden, schreiben, dreschen, wenden, sichten, mahlen, kneten, backen, waschen, Wolle machen, Wolle schlagen, spinnen von Wolle, setzen eines Weberbalken, Fäden machen aus Wolle, Fäden weben, trennen von Fäden, einen Knoten machen, entknoten eines all das nicht. Ich will euch nur kurz sagen, was für Lasten wurden auferlegt. Der Punkt ist, davon steht nichts in der Schrift. Steht nichts in der Schrift. Aber warum? Woher kommt das? Gott sagt, nicht arbeiten. Und jetzt, wir werden gleich sehen, zumindest uns dahin bewegen, was das bedeutet. Aus dem Segen, aus der Ruhe, aus dem Ruhen in Gott und in seinem Werk macht man eine Religion
dass man selbst in diese Ruhe hineinkommt. Je mehr man von diesen Dingen gehalten hat, je mehr man das getan hat, umso mehr fühlte man sich als gerecht. Je mehr ich mich daran hielt, umso mehr dachte man, guck mal, das ist aber ein gottesfürchtiger Mensch. Guck mal, wozu er alles bereit ist, wie viel Entbehrungen und er auf sich nimmt. Was für eine Hingabe muss ein Gott haben, dass er nicht mal eine Laus an seinem Kleid töten will. Das ist doch Hingabe, das ist doch Glaube, das ist doch Gottes Liebe. Je mehr sie das taten, umso mehr fühlten sie sich gerecht vor Gott, weil sie so genau das Gesetz erfüllt haben. Der Punkt ist der und die Tragik ist der, das ist nicht das, was das Gesetz sagt. Das ist ein Zaun nach dem anderen. Ihr kennt das, wird gebaut um das Gesetz, um es nicht zu brechen und um zu glauben, wir haben alles getan, was Gott von uns möchte. Je mehr Zäune, umso größer oder umso geringer ist die Gefahr, dieses Gebot zu brechen. Aber das sind Menschengebote, Menschensatzungen, hat nichts mit dem Glauben, nichts mit der Schrift, nichts mit dem Alten Testament zu tun. Gott sagt, wenn ihr hungert, dann esst. Und Gott sagt nicht, Arbeit ist das, sagt Gott gar nicht. Warum? Ich hoffe, das euch aufzeigen zu können. Lasst uns weitergehen, nicht so arg da stehen bleiben. Der Grund ist, oder warum ich das euch zeigen möchte oder vorlesen ist, als Jesus sagt, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen. Nehmt auf euch mein Joch. Warum betont er das? Von welcher Mühsel, von welcher Beladenheit spricht er? Nicht von ihrer Arbeit als Bauer. Warum sagt er, nehmt auf mein Joch? Welches Joch sollen sie nicht nehmen? Das ist der schriftgelehrten Pharisäer. Das ist eine schwere Last, die sie euch auflegen. Mein Joch ist aber leicht. Und dann, was werdet ihr finden? Schabbat. Ihr werdet Ruhe finden. Kommt her zu mir und ich sag euch, was die Ruhe ist, wie man in die Ruhe kommt. Die Art und Weise, wie die euch zur Ruhe bringen wollen, das ist, darf ich mal so sagen, sie wollen die Ruhe feiern und die Ruhe begehen und arbeiten mehr, als sie zur Ruhe kommen. Es kostet mehr Kraft zu ruhen, als versteht ihr, was ich meine? Wie viel an was musst du alles denken, was musst du alles tun und nicht tun, um zu meinen, ja, ich halte das ein. Das kostet so viel Kraft. Das ist ein Wahnsinnswerk, das du vollbringen wirst. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Aber da kommt man nicht zur Ruhe von allem. Ruhe bewahren. Das ist Werk. Das ist ein absolutes Werk. Wir lesen weiter, Vers 25. Und spricht zu ihnen. Also sie sagen, das ist nicht erlaubt. Jesus spricht zu ihnen. Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er den Mangel hatte und es ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Also der Zusammenhang ist ebenfalls, da gab es auch Hunger. Es hungerte sie auch. Was tat David und die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit des Abiatas, des Hohepriesters, und die Schaubrote aß, die außer dem Priester niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Die Antwort Jesu ist, jetzt beginnt die Konfrontation, oder jetzt beginnt der Vorwurf. Sie machen Jesus einen Vorwurf und sagen, deine Jünger, die du lehrst, brechen das Gesetz. Jesus dreht den Spieß um und sagt, wisst ihr was, ihr versteht nicht das Gesetz. Er sagt, ich habe mir das gelb angemarkert, in meinen Schriften wird das alles, also in der Bibel, schreibe ich diese Stellen mir raus, wo er sagt, habt ihr denn nicht gelesen? Und liebe Geschwister, ist die Frage, haben sie nicht gelesen? Er erzählt von David, 1. Samuel, Kapitel 21, wo David auf der Flucht von Saul ist, und dann ist sie verhungern und dann holt er sich die Brote aus der Stiftshütte. Und sie sagen, natürlich haben wir gelesen. Natürlich haben sie es gelesen und nicht nur einmal haben sie es gelesen. Wusste Jesus nicht, dass sie es nicht gelesen haben. Natürlich wusste er, dass sie die Geschichte kennen. Sie haben es alle schon mal gelesen, wie du und ich. Aber wenn Jesus sagt, habt ihr die nicht gelesen? Wisst ihr, was dahinter steckt? Er sagt, kennt ihr die Schrift nicht? Wieso versteht ihr nicht, was in der Schrift steht? Wenn ihr sagt,
Die Jünger haben gerade den Sabbat gebrochen. Was hat denn David damals getan, als er die Schaubrote gegessen hat? Nebenbei, der Zusammenhang ist nicht weit. Die Schaubrote, die Beschneidung und der Sabbat sind Bundeszeichen Gottes an das Volk. Und darum waren sie so heilig und sie waren sehr bedacht, sie so zu bewahren und so halten, weil damit der Bund Gottes gehalten wurde oder eben nicht. Und die Schaubrote zählten eben dazu. Wer das nachlesen möchte, 2. Mose 25, Vers 30, das machen wir jetzt erstmal nicht, oder 3. Mose 24, Vers 5 bis 9, da ist die Rede von diesen Schaubroten. Und vor allem in 2. Mose 25 sagt Gott, das ist ein ewiger Bund, das du tun sollst. Es ist ein Bund, der Gott das schließt. Und die Schaubrote gehören zu diesem Bund. Jesus sagt, wenn ihr sagt, dass die Jünger den Sabbat gebrochen haben, indem sie die Ähren gepflückt haben, abgesehen, wo steht es, dass sie das nicht dürfen? Das steht in eurem Talmud, das steht nicht in der Schrift. Aber gehen wir weiter. Was hat David, wieso durfte David etwas tun, was es verboten war? Die Schaubrote wurden einmal am Schabbat gebacken und wurden in das Heiligtum gebracht. Auf der linken Seite stand der Leuchter, auf der rechten Seite stand der kleine Tisch, wo die Schaubrote drauf waren, aus Gold, und zwar 12 Schaubrote. Die repräsentierten das Volk Gottes. Für jedes Stamm ein Leibbrot, ungesäuerte Brote, dann ein Weihrauchbecher und für Getränke. Darf ich, wenn wir das Bild uns anschauen, als ich das mir angeschaut habe, wisst ihr, was mich das erinnert hat? An das Abendmahl. Für was steht das Abendmahl? Für was standen die? Es ist das Versprechen Gottes, dass er für sein Volk sorgen wird. Nur nebenbei, als Jesus die Brote vermehrte, wie viele Körbe blieben übrig? 12. Für jeden Apostel, für jeden Repräsentanten des Volkes Gottes. Gott ist ein versorgender Gott und diese Versorgung ist vor Gott, in seinem Licht, permanent vor Gott. Gott sorgt für sein Volk, indem er ihnen das Brot gibt. Nicht nur das Brot des Manna, sondern das Brot, das erst im Heiligtum kommt. Was hat Jesus gesagt? Was ist er? Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Diese Brote oder die Schaubrote, 12 auf diesem Tisch, die stehen für das Gedenken Gottes an sein Volk, dass Gott an sein Volk so, denkt, dass er für sie sorgt und dass er ihnen die Nahrung gibt, dass ein Gedenken und ein Bund, dass er für sie sorgen wird, dass sie ja nicht murren sollen, dass sie nicht an ihm zweifeln sollen. Er wird sie tragen, er wird sie versorgen, er wird ihnen die wahre Speise geben. Und dann heißt es, und dann, nach einer Woche, wenn die Brote nicht mehr frisch sind, wurde am nächsten Sabbat wieder 12 Laib gebacken, wieder draufgelegt. Und die anderen 12 wurden genommen und das bekamen die Priester. Und das haben die Priester dann gegessen. Und David kommt voller Hunger und sagt, gib mir. Und der Priester gibt ihm und sie essen. War David Priester? Durfte er davon essen? Nach dem Gesetz? Nein. Was passierte mit Menschen, die in irgendeiner Weise gegenüber dem Heiligtum oder den Geräten sich verunreinigten, gegen die Anweisung Gottes handelten? Da ist die Bundeslade nur ein bisschen gekippt, da wollte jemand sich stützen. Und was geschah mit dem? Er starb. Warum kann David essen und nicht sterben? Warum dürfen die anderen mitessen, die geschweige? Ja, David war König, war ja Gesalbter. Aber die anderen nicht. Warum durften sie essen, nicht sterben? Und Jesus stellt ihnen diese Frage und er überführt sie, ihr falsches Verständnis von der Schrift. Er sagt, habt ihr denn nie gelesen, habt ihr denn nie verstanden, was David getan hat? Habt ihr darüber nachgedacht, warum David etwas tat, was nach eurem Verständnis nach dem Gesetz nicht erlaubt ist, aber ihm geschah nichts? Warum geschah ihm nichts? Liebe Geschwister, warum nicht? Warum konnte David das nehmen? Es gibt verschiedene Versuche, das zu deuten. Wie gesagt, er war der König, er war im Exil,
als ob das dann das Gesetz an ihm nicht gilt. Ich will euch Folgendes sagen, weil David nicht unter dem Gesetz war, sondern unter der Gnade. Weil David etwas glaubte und verstand, was die Brote symbolisieren, was die Schriftgelehrten nicht verstanden haben. Entweder bist du unter dem Gesetz und du stehst unter dem Gesetz und wirst unter dem Gesetz gerichtet und dann musst du sterben bei jeder kleinen Brechung des Gesetzes. Oder du bist unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz und somit wirst du nicht mehr gerichtet. Warum starb David nicht? Weil er etwas wusste und weil er etwas glaubte, was die Schriftgelehrten nicht wussten und nicht glaubten. Denn all das, was da war, der ganze Tempel, ist ein Bild auf wen? Auf Christus. Das Opfer, der goldene Altar, die Schaubrote, das Waschbecken, all das, auf wen weist es hin? In Matthäus Kapitel 12, in diesem Zusammenhang sagt Jesus, und mehr als der Tempel ist hier, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der wahre Tempel, ich bin das Brot, ich bin das Waschbecken, ich bin es. Warum konnte David es nehmen und nicht sterben? Weil er wusste, worauf und was Gott mit diesen Schaubroten eigentlich gemeint hat. Er verstand, dass das ein Schatten und ein Bild auf Christus war. Jetzt fehlt die Zeit. Ich habe mir vorgenommen, nicht diesen Satz zu sagen. Gestern habe ich es mir vorgenommen und schon tue ich es wieder gebrochen. Weil das klingt immer so, als ob man viel hat und dann will man viel sagen und dann aber so wenig Zeit. Das kann, was ich, für all die Geschwister, die jetzt bei den Gemeindefreizeit dabei waren, wir haben uns mit dem Psalmen beschäftigt. Für all die nicht dabei waren, will ich das kurz sagen. Wir haben uns mit dem Psalmen beschäftigt und gelesen und gesehen, dass David ganz klar wusste, als er die Psalmen schrieb, dass er nicht für sich selbst schreibt, sondern für den Christus. Als er die Psalmen schrieb, verstand er, dass die Erlösung allein aus Gnade, nicht aus Werken ist. Er verstand, warum, wie Gott uns erlösen wird, nämlich durch den Tod, das Sterben und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus. Die Psalmen erzählen und David wusste, was er da prophezeit. Er schrieb das. Zwei Stellen, darf ich euch zwei Stellen vorlesen? Die erste ist 2. Samuel. 2. Samuel 23. Das sind die letzten Worte Davids. Ich will sie für diejenigen, die diese Stelle kennen, einfach euch nochmal kurz daran erinnern. Für die anderen hoffe ich, dass es zum Gewinn wird. Kapitel 23 in 2. Samuel, Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids, des Sohnes Isais. Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten, des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israel hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über den Menschen, wer in Furcht Gottes herrscht, der ist es wie das Licht des Morgens, wie die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ja, ist nicht so mein Haus bei dem Gott. Gott hat mir doch einen ewigen Bund gesetzt. David sagt, ich, David, möchte euch etwas sagen. Ich sage euch, über was ich alles in den Gesängen Israels, in den Psalmen geschrieben habe. Es ist der Gesalbte Gottes, es ist der Liebling in den Gesängen Israels, es ist der Christus, der Gesalbte ist der Christus. Und das sind die letzten Worte Davids, Ausspruch Davids, des Sohnes Israels, Ausspruch, und jetzt ist eine wichtige Übersetzungsvariante. Man kann lesen, Ausspruch über den Mann, der hochgestellt ist. Und dann könnte man meinen, das sagt David über sich selbst. Aber ich glaube nicht, dass David so arrogant war zu sagen, ich bin der Liebling in den Gesängen Israels. Alles in den Psalmen geht um mich. Ich bin der Liebling. Es gibt eine Luther-Übersetzung. Ein Bruder, ich sehe ihn nicht, der hat sofort geforscht. Es gibt eine, man kann dieses, das genauso vom Hebräischen übersetzen, nicht Ausspruch über den Mann, sondern Ausspruch des Mannes. Was David letztendlich sagt, nicht des, sondern über den Mann. Was David sagt,
David, ich bin David, der Sohn Isais. Ich möchte euch einen Ausspruch über einen Mann geben. Und dieser Mann ist der Gesalbte. Es ist der Gesalbte Gottes Jakobs. Es ist der Liebling in den Gesängen Israels. Ich, sagt er, habe über Jesus Christus geredet, die ganze Zeit. Warum? Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Warum? Weil der Geist es mir offenbart hat. Darf ich euch zwei Stellen kurz zeigen? Psalm 51 einmal. Oh Mann, Psalm 51. Das ist der berühmte Bußpsalm. David wird überführt und dann tut er Buße und ich lese ab Vers Psalm 51, ab Vers 18. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Schaut mal, was David sagt. Ich habe Schuld begangen. Was musste man nach dem Gesetz tun? Opfern. Ein Opfer darbringen. Und David sagt, Gott, ich weiß, dieses Opfer wird mich nicht entsühnen. Du willst nicht, dass ich einfach jetzt ein Tier schlachte. Ich weiß es. Was du willst, ist ein anderes Opfer. David hat verstanden, dass die Sühnung nicht durch die Opfer der Tiere stattfindet. Das ist Gesetz. Geht mit mir in Römer Kapitel 4. Paulus macht es noch deutlicher. Er spricht und sagt, gerettet wird man allein aus Glauben, nicht aus Werken. Werk ist Gesetz, Glaube ist Gnade, Evangelium. Und er beginnt bei Abraham und ich lese ab Vers 3, Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, wer glaubt, dem wird eine Gerechtigkeit gerechnet, Gottes Gerechtigkeit. Wer aber Werke tut, der wird nach Werke gerichtet werden. Und jetzt schaut mal Vers 6. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gottlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Paulus sagt, David hat verstanden, dass Gott einem die Sünden vergibt, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Darum schreibt er im Psalm 32, glückselig, dem Gott die Sünden vergibt, nicht glückselig, wer opfert. Was ich damit sagen will, liebe Geschwister, Jesus sagt, was glaubt ihr, warum David es getan hat und nicht gestorben ist? Warum hat er das Gesetz gebrochen nach eurem Verständnis und ist nicht gestorben? Er sagt, weil er das Gesetz in richtiger Weise erkannt und verstanden hat, weil er verstanden hat, worauf die Schaubrote hinführen, weil er das Gesetz mit der Intention verstanden, wozu es Gott gegeben hat, als ein Hinführer, ein Zuchtmeister auf Christus. David wusste, auf welchem Weg Gott gerechtfertigt wird. Menschen rechtfertigt, nicht vom Gesetz. Entweder steht er unter dem Gesetz, dann hat er gebrochen und er ist schuldig. Aber David stand nicht unter dem Gesetz, er stand unter der Gnade. Warum? Weil er glaubte. Und was glaubt er? Dass Gott Jesus aus den Toten auferwecken wird. Das heißt, dass er für ihn sterben wird. Dass Gott auf diesem Weg Menschen rechtfertigen wird. Das ist die Gerechtigkeit. Jesus, Tod und Auferstehung und die aus Glaube bekommt man das, nicht indem man das Gesetz hält, nicht auf diesem Weg. Jesus sagt, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr habt keine Ahnung, wie man das Gesetz versteht. Ihr habt keine Ahnung, was der Sabbat bedeutet. Jetzt müssten wir den Sabbat auslegen. Machen wir nicht, keine Angst. Machen wir schon, aber nicht heute. Machen wir nicht. Der Vorwurf ist der, ich will das zusammenfassen und nächsten Sonntag gehen wir weiter. Oder nächste Predigt. Wenn Jesus sagt, wenn ihr wirklich verstanden hättet, was das Alte Testament sagt, was die Bedeutung des Alten Testaments ist, dann würdet ihr so handeln, wie David handelt. Dann werdet ihr unter Gnade und nicht mehr unter dem Werk. Dann würdet ihr mich erkennen und verstehen,
was die wahre Ruhe ist. Dann würdet ihr den Sabbat verstehen und nicht eine noch mehr eine Last daraus dann machen, wobei der Sabbat euch in die Ruhe hineinbringen sollte. Und ihr habt daraus ein Werk gemacht, eine riesen Last habt ihr daraus gemacht. Und denkt, ihr seid gerecht, ihr seid gerechtfertigt, selbstgerecht seid ihr. Ihr habt nicht verstanden, was der Sabbat bedeutet. Ihr habt nicht verstanden, was der Sabbat bedeutet. Falsches Verständnis der Schrift, ein falsches Verständnis des Alten Testaments bringt Selbstgerechtigkeit hervor, bringt somit eine Religion hervor. Eine Religion, in der wir durch das, was wir tun, vor Gott angenehm werden wollen. Das Problem ist nicht das Alte Testament, das Problem ist das falsche Verständnis vom Alten Testament. Und wenn man darin Christus und das Evangelium nicht findet, da sind wir nicht besser wie schriftgelehrten Pharisäer und haben eine Religion erschaffen. Das darfst du nicht gucken, das darfst du nicht schauen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht trinken, das darfst du nicht anziehen. 12 Zentimeter oder 5 Zentimeter über dem Knie ist noch erlaubt. Weniger ist nicht mehr erlaubt. Hört ihr nicht den Talmud? Das ist noch okay, das ist nicht mehr okay. Tagesschau schauen ist okay, das andere schon nicht mehr okay. Wie schnell rutscht man da hinein, eine Selbstgerechtigkeit zu erschaffen? Wir reden von der Schrift, von der Bibel, vom Glauben, von der Rettung, von Gott und machen ein Werk daraus, eine Selbstgerechtigkeit, in der wir versuchen, aus eigener Kraft Dinge zu tun, damit Gott sagen kann, okay. Aber ganz ehrlich, aber genau wissen tun wir ja nicht, ob es doch am Ende reicht oder nicht. Werden wir doch gerettet? Was ist, wenn ich noch nicht genug getan habe? Das ist Religion. Lieber Freund und liebe Freundin, liebe Geschwister, wenn ihr immer noch Angst habt, dass ihr nicht genug getan habt für Gott und darum nicht sicher seid, ob ihr bei ihm seid oder nicht, dann lebt ihr noch in einer Religion der Selbstgerechtigkeit. Die nennt man in dem Fall Christentum. Das ist eine Religion. Das ist nicht Evangelium. Das ist kein Evangelium. Man kann ein Kreuz haben, man kann die Bibel haben, man kann an Gott Abraham, Isaac und Jakobs glauben, man kann predigen. Es gibt Menschen, die behaupten, Christus zu glauben, sagen, wenn du den Sabbat nicht hältst, wirst du nicht gerettet werden. Das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist kein Evangelium. Das ist kein Evangelium. Was ist aber das Evangelium? Was ist der Sabbat? Was ist die wahre Ruhe? Nächsten Predigt, 2 Dinge, damit ihr euch vielleicht, damit ich euch gewinne. Jesus sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr des Sabbats. Was das bedeutet, warum der Sabbat für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und was bedeutet, er ist der Herr über den Sabbat. Herzliche Einladung zu der nächsten Predigt, zum Markus-Evangelium. Lasst uns aber persönlich uns prüfen, worauf bauen wir? Worauf bauen wir? Was ist unsere Gerechtigkeit? Worauf gründen wir unsere Gewissheit unseres Glaubens? Auf uns oder auf die absolute Gnade Gottes in Jesus Christus? Wie verstehen wir die Bibel? Wie lesen wir die Bibel? Darf ich dich fragen? Wenn du die Bibel liest, verurteilt das dich oder zeigt es dir die Herrlichkeit Gottes und gibt es dir Frieden und Glauben und Gnade? Darf ich dich fragen, wenn du das Neue Testament liest, verurteilt es dich oder gibt es die Gnade? Dass man beim Alten Testament schnell da reinrutschen kann, verstehe ich. Aber spätestens doch beim Neuen muss man merken, das ist doch, bist du in die Ruhe hineingekommen? Ruhst du in Christus von all deinen Werken oder nicht? Oder versuchst du immer noch Gunst bei Gott zu finden, indem du meinst, dass du genug stille Zeit machst, genug liest, genug opferst, genug in den Gottesdienst gehst, genug singst? Denkst du, dass das die Gunst ist, die Gott für dich angenehm macht? Oder ist das Evangelium, es ist vollbracht? Ich möchte beten. Darf ich euch einladen zu beten? Wir haben heute noch nicht gemeinsam gebetet. Es wäre jetzt eine gute Gelegenheit, Gott zu opfern, und zwar geistliche Opfer und die Opfer unserer Lippen, unser Dank. Ich lade euch dazu ein.
Was für eine herrliche Botschaft, die wir in diesem herrlichen Buch haben, des herrlichen Evangeliums von dem Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um uns von der Macht der Sünde zu befreien und von der Herrschaft des Gesetzes und der Schwachheit des Fleisches. Jesus, du hast das alles überwunden und hast uns in das Reich des Vaters gestellt, hast uns in die wahre Ruhe hineingebracht, hast uns einen Schabbat geschenkt, der weit über das geht, was wir denken, verstehen können, in die wirkliche Ruhe. Ich preise dich darüber. Danke, Herr, für das Evangelium, für die Gnade und Glauben in Jesus Christus, das uns zuteil wird. Und diese Worte, die sind so gehaltvoll, so tief und doch sind es Worte. Und ich weiß, eben das ist mein Gebet, dass du durch dein Glauben in den Herzen uns diese Wahrheit groß machst, dass es mehr als nur Worte sind, dass es Leben ist, Jesus, dass es Kraft ist, dass es der Gemeinde Kraft gibt, auch für jetzt die kommende Woche aus dieser Gnade zu leben. Jesus, ich preise dich darüber. Und ich bitte dich um eins. Herr, lehre uns dein Wort, dass wir davor bewahrt werden, in eine Religiosität hineinzurutschen. Dass wir das Evangelium verkehren, dass wir es umdrehen. Herr, dass wir Satzungen, Gebote daraus machen und somit dem nicht gerecht werden. Herr, lehre uns damit das Wort, damit wir verstehen, was David getan hat, was Mose getan hat, was Daniel getan hat, was all deine Knechte getan haben, damit wir dich darin erkennen und somit bewahrt werden von einer Religion und dann bleiben am Evangelium. Jesus, du bist unser Tempel. Jesus, du bist unser Priester. Du bist unser Opfer. Und das glauben wir. Amen.